Hallo Leute, es geht los mit einem neuen Let's Play. Wir spielen Wolf, The Red Hood Diaries. Ja, das ist ein Spiel, was für PC, PS4 und Xbox One erschien. Und zwar noch gar nicht so lange her. 17. März 2015 war das erst. Kann auch sein, dass es ein bisschen früher erschien. Aber zumindest ab da jetzt auch auf Deutsch. Darauf habe ich nur gewartet. Eigentlich ist es fast ein schönes Winterspiel. Das kam ja auch noch zu der Zeit raus, wo es eher winterlicher noch war. Aber ich finde, das macht gar nichts. Und bevor ich jetzt auf den Winter warte, will ich das jetzt unbedingt spielen. Entwickler ist Grim. Oder Grin, genau. Kenne ich nämlich gar nicht. Und ja, ich kenne das Spiel nicht. Ich werde es blind spielen. Es geht um ein Rotkäppchen. Ist irgendwie klar, glaube ich. Und das ist mein drittes Rotkäppchen-Spiel. Und ich freue mich ganz doll darauf, weil es sieht sehr, sehr schön aus. Ist ein Action-Adventure-Spiel und auch so Jump-and-Run-mäßig und so. Ich kenne es, wie gesagt, gar nicht. Würde sagen, wir legen direkt einfach mal los und ich lasse mich überraschen auf die Märchenhaftigkeit, die hoffentlich in diesem Spiel kommen wird. Allerdings wird es auch wieder ein etwas düsterer Verschnitt dieses Märchenablegers sein. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Ich werde jetzt ein Kapitel reingehen müssen, weil ich das schon angetestet hatte und neues Spiel gibt es hier gerade nicht als Option. Also wähle ich einfach den Anfang nochmal extra aus. My name is Red Riding Hood. I have no father, no mother, no fear. An itching urge for vengeance is what brought me here. My father died in a work accident 4 years ago today. Well, I don't believe in accidents. I believe someone should pay. I came back to the city in search of answers, and for the man who ruined my life. B.B. Wolf. So, in case you doubt it, this is no fairy tale, 'cause there is nothing fair about it. I arrived 14 days ago and sought a place to hide. An old woman rented me this dusty attic, and since I must lay low, I left my room only at night. Ja, da sind wir auch schon mit unserem Rotkäppchen. Schon mal vorab, ich musste leider die Grafikeinstellungen hier etwas runterschrauben. Diese Unreal Engine 4, 3, wie auch immer Geschichten sind bei mir halt immer ruckelig, wie ihr vielleicht ja wisst, so durch Spiele wie Dreadout und Daylight und so, da läuft das immer so und da muss ich dann leider das runterschrauben. Wenn ihr aber einen guten PC oder eine Konsole und so habt, dann werdet ihr sehen, wie schick das Spiel auf jeden Fall noch aussehen kann, da YouTube das ja auch noch immer verschlechtert. So, hier liegt auf jeden Fall schon mal irgendwie eine Karte oder so. Today is a big day, for after 2 weeks of exploration, I'm off to break into the city archives and retrieve some information. I'm not after a bloodbath. I want justice. So fingers crossed I get there without getting noticed. Neuer Tagebucheintrag. Karte von Ulrika. Schauen wir uns auf jeden Fall auch noch an, aber können wir hier in den Spiegel gucken? Nee, es wird wahrscheinlich hier wieder. Beim Körbchen. Granny hugged me goodbye with tears in her eyes. She handed me a basket filled with food. I promise to come back soon with answers, and with B.B. Wolf's blood on my hood. Okay, ein Fresskörbchen haben wir jetzt also auch. Was haben wir hier noch so? Hier finden wir bestimmt noch mehr. I hadn't set foot in Ulrika since I was about 8 years old. I heard about its downfall from the papers father brought home, and the stories he then told.
Though we lived in the forest, Father came to work here every single day and witnessed this once blooming city wilt and fade away. So, entschuldigt den Cut bitte, es hatte gerade an meiner Tür geklingelt und das Tolle ist, es war niemand da. Das finde ich immer besonders toll, wenn jemand irgendwie sich denkt, ach ja, klingel ich jetzt einfach mal und damit die Tür aufgeht, nicht ins Haus kommen und ja, voll scheiße. Wir können jetzt rausgehen, anscheinend haben wir alles bei uns und ja, ich laufe einfach mal... Oh, was war das denn? Neuer Tagebuchantrag, Konzeptzeichnung, Reds Zimmer, ach ja, warte mal, das will ich jetzt mal wissen. Hier können wir nämlich ins Tagebuch auch gehen. Und was kommt dann hier so? Dann kann man sich hier irgendwie die einzelnen Zeitungen anschauen. Ulrika Post. Mhm. Die Kanalisation. Kommt da aber noch was zu? Oder nicht? Nö. Gut. Was haben wir hier? Ein Esskörbchen. Has changed. The curfew cleared the streets and drapes went down along with the sun. BB Wolf's iron fist was like a punch to Ulrika's face, bruising the memory of his late father's reign and the city's glory days. Okay. Also hier ist alles irgendwie gar nicht mehr so schön, wie es einmal war. Wir laufen, wir drücken, um anzuspringen. Ja, ja, das tue ich ja hier schon die ganze Zeit irgendwie. Hui! Dann können wir hier rüberspringen, das ist ja toll. Ist hier auch was? Nee. Okay, dann laufe ich mal weiter nach links. Wir haben unsere Protagonistin eigentlich auch noch gar nicht richtig angeguckt, aber sie hat weiße Haare. Doppelspringen. Achso, damit man darüber kann. Okay. Gedrückt halten, um zu schleichen. Ich spiele das Ganze mit Gamepad, nur dass ihr es wisst. Ah. Guckt mal, wie sie schleicht. Das ist ja witzig. Und zu sprinten. Ja, aber wann... Ah, jetzt, ne? So, spring an einen Vorsprung, um dich daran festzuhalten. Und dann kann ich hoch, oder? Huf. Kann ich jetzt hier rein? Nee, ich kann hier rüber. Alles klar. The only faces in Ulrika today are the ones on these posters. Hundreds of girls gone missing. Hundreds of families cut apart. Mhm. Kann ich diese Kiste hier irgendwie verschieben? Oh. Jetzt habe ich mir aber ordentlich geschadet. Das ist ja blöd. Okay. Und jetzt? Gehen wir da nochmal hoch, um das nochmal auszuprobieren hier. Ah, okay, ich soll hier rüber. Oh, come on! That's not very pedestrian friendly. Oh, voll die Fallen. Voll gemein. Und wir sollen wieder schleichen. Okay. Nein! Wie gehen da das nochmal? Wie habe ich das gemacht? Hier so. Wir schleichen. Vorsicht, vorsichtig, nicht in die Fallen, du dummes Ding. Aber sie regeneriert sich immer von alleine, das finde ich gut, sonst wäre ich jetzt schon tot. Komme ich hier einfach hoch? Wo gehe ich jetzt hin? Ach so, hier rüber. Over time, tin replaced flesh and blood. In the factory as well as in the streets, driving families into poverty. And honest men to dishonest deeds. Die Atmosphäre gefällt mir aber auf jeden Fall hier in dem Spiel. Ich kann hier rüberklettern, alles klar. All this tree climbing as a kid finally paid off.
Okay. Hier kann man bestimmt auch voll viel übersehen. Es ist alles so detailliert und ja, komm, gedrückt halten, um zu schleichen wieder. Okay. Ich schleiche mich an den Zinnsoldaten vorbei. Okay, so you guys keep on doing that and pretend I'm not here. Witzig, unser Rotkäppchen. Yeah, das macht voll Spaß, hier rumzuklettern. What a ghost town this has become. Und weg war sie. Sehr cool, macht sehr viel Spaß. Und die Musik ist auch sehr, sehr schön, finde ich. The truth behind my father's death was buried along with his body. Lips were sealed and the case was closed, but not for me. I had already lost a parent. This simply couldn't be. Oh. For weeks I cried. For months I couldn't speak. Until finally I was done feeling so broken and weak. I asked Granny to teach me how to hunt and how to fight. Now, at last, I'm ready to make things right. Sehr cool. Ist hier auch irgendwas oben? Nee. Wir wollen da hinten auf jeden Fall rüber, sehe ich schon. Oh. Oh. Geschafft. Oh, jetzt muss ich hier bestimmt wieder schleichen. Wow, okay. Das war zu spät gedrückt. Aber ich habe gedrückt. Na, schleich doch mal wieder. So. Hm? Ich bin gar nicht da. Tolle Wächter. Was ist, wenn ich den Hebel hier drücke? Da ist ein Hebel. Drück ihn! Okay, jetzt haben wir das ja schon benutzt. Können wir den jetzt auch benutzen, den Hebel? Nö. Bring mich nach oben. Hm. Ah. Hui. Well, at least Wolf was kind enough to install a cable ride across the river. Kudos. Was kann ich jetzt hier machen? Das hat hier gerade so geglitzert. Na, halte ich mal da fest. Geht nicht? Na gut, dann lauf hier hoch. Hm. Ah. Finde ich, ist eine sehr schöne Atmosphäre. My biceps are gonna be sore tomorrow. Und wieder geht's zurück. Kannst du nicht einfach wieder durchfallen lassen? So. Ich hoffe, ich war jetzt irgendwie schnell genug. Was mache ich jetzt? Will ich hier überhaupt zurück?
Das war nicht schlau. Oh, armes Rotkäppchen. Ständig lasse ich sie hier aus Schusseligkeit sterben. Ah, das schaffe ich wieder nicht. Tja. Soll ich denn jetzt wieder zurück? Da hinten geht die Klappe hoch und runter. Und was wollen wir jetzt? Wollen wir, dass es fließt oder nicht? Und so ist es zu. Und ganz still. Don't mind me, guys. Bin mir noch nicht ganz sicher, was ich hier eigentlich gerade mache. Nee, da hinten springen macht auch keinen Sinn. Hey, ich will jetzt nochmal wissen, was das Rad hier bewirkt. So, das will ich jetzt noch mal betätigen. Ah. Ach so, jetzt geht's erst. Hä? Ja, und. Jetzt gehe ich wieder nach oben. Und dann, ich finde die Kameraperspektiven auch toll gemacht hier. Nur das Ding bewegt sich ja jetzt gar nicht. Kann ich hier jetzt einfach raufspringen? Ach, Manno! Oh, wie sie schreit. Oh, wie gemein. Also ich glaube, es ist noch gedreht. Aber irgendwie bin ich unsicher hier, wo ich jetzt hin soll. Merkt ihr ja schon. Ach, ich kann auch nach links klettern, oder? Deswegen... Aha, neuer Tagebucheintrag, die Gründung von Orica, Teil 1. Okay. Dann drehe ich jetzt nochmal das Rad. Oh. Und sie hat es noch fast immer geschafft. Das Wasser ablassen macht doch Sinn. Dann kann man darüber springen. Das heißt, ich muss einfach nur wieder an den Wachen vorbeischleichen. Wieso sehe ich das jetzt erst? Ich, Dovi? Macht ja nichts. Kriegen wir hin. Aber nur, wenn das Ding hier zurückschwenkt, oder nicht? Weil wenn ich jetzt hier nach rechts springe, geht das doch wieder nicht. Kann ich da hinten rüber? Dass ich da rechts über das Rad wieder entlang springe? So, und jetzt hier nach rechts. Geht das? Das geht nicht. Da sind ja auch Wachen. Was mache ich denn dann? Jetzt habe ich das Wasser nach oben gelassen. Ach, das macht doch aber keinen Sinn. Nach unten ist viel, viel besser. Aber ich frage mich immer, ob sich dann das Ding nicht mehr bewegt, sodass wir dann gar nicht mehr rüberkommen. Befürchte ich nämlich. Ja. So, wanderst du auch noch, du Kiste, oder habe ich jetzt für immer Pech hier? Nee, dann stirbt sie. Ich hab's nochmal ausprobiert. Heißt es, ich muss das Wasser hochlassen? Das geht doch gar nicht anders dann. Wann bewegt sich diese Kiste wieder, damit ich überhaupt wieder rüber kann? Muss ich das W jetzt auch nochmal holen? Nee. Kann ich hier vielleicht runter? Nee, auch nicht.
Hör, wo kann ich denn dann lang? Kann ich da hinten einfach runter? Auch nicht. Ich verstehe nicht, wie ich wieder zurück kann. Ich möchte gerne zurück. Also dann drehe ich jetzt nochmal das Rad und mache das Wasser nach oben. Weil ich glaube, nur dann bewegt sich die Kiste, dass ich wieder rüber kann. Da muss ich dann irgendwie ein bisschen tricky überlegen. Och. Du Mädel, du. Wir wollen das heute eigentlich noch schaffen hier, die Stelle. Ich hänge mich mal wieder fest hier, so typisch ich. An so einer doofen Stelle. So, Wasser hoch. Sodass sich halt alles wieder bewegt. Ja, ja, ja. Ach, dann bewegt sich das auch nicht. Ich dachte, dann bewegt sich zumindest die Kiste. Nee, das ist ja Unsinn. Dann können wir das ja auch wieder hoch... Da muss es doch einen anderen Weg geben. Die Tür geht jedenfalls nicht auf. Könnte man ja auch denken. Ja, wenn das so ist... Wie kann man denn hier weg? Vielleicht noch höher klettern? Dass man noch höher kommt als gedacht? Hier vielleicht? Oder da? Da ist ja nirgendwo mehr eine Stange. Wieso hält sie sich denn da unten eigentlich nicht fest? Hier kann sie auch nicht rüber? Nee. Und hier irgendwo? Nee. Tja, dann ist das doch der einzige Weg, den man nehmen kann. Aber wenn ich nach rechts springe, ist sie wieder tot. Da habe ich keine Lust zu. Nee, da ist auch nichts. Ich verstehe das gerade nicht. Ich hätte auch da hinten sonst gedacht, aber da springt sie auch nicht rüber. Und mit ganz, ganz viel Anschwung hier rechts rüber, vielleicht geht das ja. Vielleicht nehme ich nicht genug Anlauf oder so. So, dass man dann darüber, das darüber schafft oder so. Nee, also den Weg schaffe ich nicht so ohne diese Kiste darüber. Ich kapiere das nicht. Was wollt ihr hier von mir? Und für mich ist Wasser runterlassen immer noch das Einzige, was ich machen kann. Boah, ich weiß, es ist der erste Part, ne? Aber ich werde jetzt mal eben kurz nachschauen, weil ich habe keine Lust, das jetzt hier 500 Mal noch auszuprobieren. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt nochmal das Spiel neu gestartet mit diesem Kapitel, weil ich das Gefühl hatte, dass da irgendwas gar nicht stimmt. Und ich denke, dass sich diese Kiste da hinten immer weiter bewegen muss. Und die hat bei mir irgendwie aufgehört. Deswegen machen wir das jetzt hier nochmal. Und ich hoffe, dass sich das dann weiter bewegt. Auch wenn ich das Rad jetzt gedreht habe. Und nicht, dass dieser Bug, den ich da anscheinend hatte... Ja, ist mir jetzt egal, wenn sie da runterplumpst. Es hat sich hier weiter zu bewegen. Und sie bewegt sich jetzt auch wieder, ja. Jetzt komme ich nämlich auch rüber. Das ist jetzt echt gemein gewesen, der Bug. Kann man ja nicht anders sagen, weil... Ja, sonst hätte es ja geklappt. So, wir können jetzt hier wieder vorbeischleichen an denen. Und dann kommen wir auch endlich wieder weiter voran. Entschuldigung, aber ich kann ja nichts dafür.
Die wundern sich auch gar nicht, dass sich jetzt hier auf einmal alles bewegt. Na, na, na. Geschafft. Juhu, wir haben es rüber geschafft. The City Archives, where the investigation of Father's death was put to rest. I must get inside. Yeah, no way I can sneak past those bastards. Was heißt das? Müssen wir kämpfen? Oh. Ich benutze den Hebel und dann kommen erstmal so ein paar schöne Kisten auf mich runtergeklatscht. Das ist ja toll. Was kann ich denn dann tun? Ganz schnell sein? Oder erstmal das Rad hier drehen? Ah, und wenn wir dann den Hebel ziehen, dann knallt es auf die Soldaten. Bums. Back in boxes, where you belong. Haha, witzig. Okay. Wo bin ich jetzt hier? Im Haus, das ist ja auch cool hier. Dass man hier so im Haus rumschleichen kann. Voll cool. These piles of paper, covered with dust and lies, might just contain a clue to help me uncover the truth. Suspect in the disappearance of Ulrika's women, and my father's death as well? Who is this creature from hell? An ugly face, hiding ugly secrets. And an even uglier contractor, so it seems. Looks like the sewer is my next stop. Well, I'm ready to crack open this can of worms. Now, how about a tin opener? Even better. Let's go find that filthy rat. Ein sehr taffes Rotkäppchen. Drücken für Standardangriff. Okay. Ah, cool. Jetzt können wir also kämpfen. Wo kämpfen wir denn? Wo muss ich lang? Ich denke mal hier runter, ne? Oh. Ja. Okay, ich bringe die Wachen um. Jetzt habe ich sie alle getötet. Und hol mir diese Blutsflaschen. Whatever. Die mich irgendwie aber heilen. Kann ich durch die... Ich will ja gar nicht durch die Tür, ne? Wir wollen ja in die Kanalisation. Dann gehen wir mal runter. Oh Gott, jetzt kämpfen wir sogar mit denen. Blub, blub. Das Geräusch ist irgendwie lustig. So, wo geht's jetzt hin? Leute? Ach, hier bestimmt. Wird bestimmt voll unheimlich jetzt. Vielleicht. Weiß ich nicht. Klingt auf jeden Fall schon unheimlicher als gerade eben. Mary sat beside me in third grade. Her hair was fair, her skin so bright. Her mind, not so much,
She copied my homework. I ate her lunch. One day, Mary's mother sat in the principal's office crying. We instantly knew. Yet another girl missing. Yet another mystery in tomorrow's paper. Her seat remained empty, as did mine the following day. Her father and Granny agreed the city was no longer a safe place for me to stay. Sie wirkt wirklich sehr furchtlos. Well, this is a part of town I've never been before. Wouldn't recommend it to visitors, that's for sure. Ja. Home to rats and bats and to that musical piece of kidnapper scum. I can't wait to break his flute and make that bastard forever mute. Drücken für einen mächtigen Angriff. Uäh, voll die Ratten, gegen die wir jetzt kämpfen. Ja, dann hangeln wir mal hier herüber. Vielleicht geht's da auch runter, aber wir... Moment. Erst der Dampf, dann wir. Oh, falscher Moment. Ich dachte, es wäre schon weggegangen. Dauert doch ein bisschen länger an, als ich dachte. Okay, geschafft. Granny taught me how to hunt, how to fight and how to run, but not swim. Hm, das ist ein Problem. Was mache ich jetzt? Geht nicht. Muss ich also wieder zurück, ja? You must be friends with that other rat. The one with the flute, right? Ah. Na endlich. Die ganze Zeit kämpft sie immer noch gegen eine, die tot war. Ich muss aufpassen auf die Fallen und auf die Ratten. Hm, es hört aber anscheinend nicht auf. Also gehen wir wo lang? Hier lang. Aha, okay. Aber ich finde sie eigentlich ganz cool. Die ganze Idee hier. Also ich freue mich sehr über dieses Spiel jetzt. Ich habe echt eine Weile drauf gewartet, dass ich das spielen kann. Von daher wurde Zeit. Believe it or not, normally I love all animals. Aha, da sollen wir bestimmt draufspringen. Aber wie kommen wir an dieses W hinter dieser Tür? Muss ich nochmal schauen. Ich hoffe auch, ich übersehe jetzt hier nicht tausend Sachen. Und ich hoffe, es ist richtig, dass ich jetzt hier zurücklaufe. Ich glaube aber schon. Yeah. Aber hier gehen wir ja wieder zurück. Dann ist es denn überhaupt richtig? Hm, jetzt bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß es auf jeden Fall im nächsten Part von Wolf, The Red Hood Diaries. Gibt mir ein bisschen Zeit, mich in die Steuerung des Spiels einzugewöhnen. Und dann klappt das auch. Das mit dem Bug tut mir halt leid, sonst wäre ich jetzt schneller vorangekommen. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender erster Part und ein interessantes Spiel. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.